Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Deponia Doomsday. Beim letzten Mal... Alles klar, da fängt es an zu gewittern. Was wollte ich sagen? Beim letzten Mal, genau, haben wir uns hier ein bisschen umgesehen, haben die verschiedenen Gebiete hier abgeklappert. Lächel mal. Oh, so wird das nichts. Du musst schon verliebt gucken. Cletus hatte recht. Ich hätte zu Hause bleiben sollen. Ach, herrje. Ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Zangengeburt. Bitte was? Ja, aber... Das Witzige ist, ich habe nachher noch ein Seminar. Erste Sitzung des Seminars. Und nicht selten fällt bei uns das Internet aus. Was gibt's denn so? Nichts. Es ist alles alle. Na toll. Und was soll ich dann essen? Du denkst, du hast es schwer? Ich habe eine Familie zu ernähren. Eine Wurst, bitte. Wurst ist aus. Ich dachte, das hier ist ein Wurststand. Hacken Sie mich darauf rum. Die Sache ist so schon demütigend genug. Ah, verstehe. Mit dem Kostüm und allem. Kostüm? Ich will aber eine Wurst. Es gibt aber keine. Ich werde mich bei deinem Vorgesetzten beschweren. Bitte nicht. Der trägt mich durch den Fleischwolf. Soll ich jetzt etwa Mitleid haben? Ich armes Würstchen. Kannst du noch einmal nachgucken? Na gut. Sicherung. Ich schieb jetzt erstmal ein Drosselglied hin. Damit er mich noch langsamer bedient, vergiss es. Na gut. Dann knall ich die Sicherung mal hier in den Steckplatz rein. Aha. Verdammt. Okay. Was kann ich hier abgreifen? Nichts. Okay. Hau in Lukas. Das könnte diesem Ver... Dafür braucht... Und das dazu... Dafür braucht... Und da... Das könnte die... Dafür... Und mein... Jetzt bin ich wieder an so einem Punkt, an dem ich etwas überfragt bin. Also mit dem Kran hier selber kann ich nichts machen. Kann ich den mitnehmen? Irgendwas. Ich baue das mal hier wieder hin. Wahrscheinlich ist der Selbstauslöser zu schnell. Ich packe jetzt das Drosselglied hier rein. Ein Foto nur von mir? Nicht vor dieser Kulisse. Das würde den Eindruck der falschen Fototapete erwecken. Dann packe ich die Bowlingkugel ins kleine Loch. Passt wie angegossen. Aber ein besonders gutes Motiv gibt das noch nicht ab. Ich würde ja gerne die... Aber dafür müsste... Damit wäre ein außer... Okay, ich muss da also irgendwie so eine Art Augen in die Bowlingkugel bekommen. Hm.
Dann versuche ich mal den Leuten hier meinen Müll anzudrehen. Vielleicht hilft das hier. Brauchst du einen Tuschkasten? Später vielleicht. Erstmal muss ich einen Weg aus meiner Schaffenskrise finden. Man muss kein Prophet sein, um vorauszusehen, dass er damit überfordert wäre. Aber es hilft. Man muss kein Prophet... Aber es hilft. Kann ich denen vielleicht die Bowlingkugel oder irgendwas von meinem Müll andrehen? Warum gibt es zweimal das Magazin? Was ist das? Ein neuer Lebenszweck vielleicht? Auch nicht schäbiger als der alte. So viel steht fest. Lass trotzdem mal stecken. Was ist ein neuer... Auch nicht... Lass trotzdem... Was ist ein neuer... Auch... Lass trotzdem... Sie brauche ich safe eigentlich für was anderes. Ein neu... Auch nicht... Lasst... Okay. Ja, das ist ja die Bowlingkugel. Es lohnt... Ich will aber... Ich hasse die ja nicht... Ha. Links, rechts, Klappe, Hammer. Kann ich damit den Wurstbot verdreschen? Nee. Hier, guck mal. Es scheint... Hier, gucken. Hier, gucken. Okay, es funktioniert so alles nicht. Das spielt man mit. Das spielt. Das spielt. Ha. Damit komme ich da unten nicht ran. Da komme ich nicht rein. Vorne am Eingang gibt es eine Fotowand. Aha. Wenn du kurz mitkommst, können wir ein Foto machen, um zu beweisen, wie verliebt wir sind. Und was, wenn sich herausstellt, dass wir es nicht sind? Ja, ich habe auch kein großes Vertrauen in das Gerät. Aber dafür ist vorgesorgt. Ich arbeite an einem Plan, wie wir die Apparatur überlisten können. Du willst beim Liebestest schummeln? Nicht, dass ich das nötig hätte. Aber du hast schon mal besser ausgesehen. Wie bitte? Keine Panik. Vertrau mir. Ich weiß nicht. Ich kenne dich kaum. Vielleicht war die ganze Sache ein Fehler. Wie es aussieht, kenne ich dich auch nicht so gut, wie ich dachte. Die Goldie, die ich kenne, war immer gut gelaunt und abenteuerlustig. Nicht so eine piese Pampelin wie du. Vielleicht solltest du dann lieber ein Foto mit ihr machen. Okay. Vielleicht können wir Goldes Herz geben. Was hast du da? Eine romantische Geste. Ein trockenes, leicht verschimmeltes Lebkuchenherz? Und kommt von Herzen. Mach es nicht noch schlimmer und behalte es einfach. Dann tue ich dir vielleicht den Gefallen und vergesse, dass du mir das gezeigt hast. Wow. Oh komm, Gold, sei nicht so. Nein, das soll eine Überraschung werden. Frauen lieben Überraschungen. Damit wäre nicht außer... Nein. Nein. Kann ich jetzt das Magazin mitnehmen? Na, wer hätte das gedacht? Offenbar sind Fleischmützen gerade der letzte Schrei. Die liegt voll im Trend, ey. Irgendwer ist mir zuvor gekommen. Die Models in diesem Magazin haben alle schon dämliche Hüte. Damit wäre nicht aus... Offenbar sind Fleischmützen gerade der letzte Schrei. Warum steht das Ding dann hier und verstaubt? Okay, kann ich mit dem Magazin hier irgendwo was machen? Ich denke nicht. Ich glaube, ich muss mit dem Magazin zu ihm hier.
Schau mal, dein Hut ist total out. Kein Wunder. Eine Ausgabe von Herz ist über 10 Jahre alt. In langen Wüstennächten hielt sie mich bei Verstand. Aber zu welchem Preis? Hier, nimm. Ich brauche sie nicht mehr. Viel geholfen hat sie dir ja auch nicht. Damals waren offenbar extravagante Hüte hip. Und das Wort hip war auch noch hip. Willst du deinen Hut gar nicht ablegen? Nein, in meinem Alter rennt man nicht mehr jedem Trend hinterher. Hüftgelenksarthrose? Hüftgelenksarthrose. Oh, wow. Willst du deinen Hut gar nicht ablegen? Nein, in Hüftgelenk... Okay, es sind mehrere Hitboxen, die aber zu ihrem jeweils eigenen geskripteten Kommentar führen. Alles klar. Okay, hier komme ich noch nicht dran. Gehe ich mal mit dem Hut-Ding zu ihm. Mal sehen, was er dazu sagt. Dein Hut war schon vor 10 Jahren aus der Mode. Aber nicht doch, Burschi. In der Liebe ist alles erlaubt. Und die Liebe beginnt direkt hinter dieser Schranke dort. Gibt es noch einen anderen Bootsverleiher in der Gegend? Okay. Dein Hut ist voll out. Aber nicht doch, Burschi. In der Liebe. Und gibt es noch... Nein, danke. Vor allem habt ihr alles, was ich brauche. Den Hut gibt's für 3 Slotti in jedem Ansgars Headquarter. Ich meine das Boot. Sicher meinst du das? Nein, danke. Und wie immer? Was? Nein. Nein. Oh nein, jetzt habe ich ihren Text übersprungen. Scheiße. Hey, wer sagt's denn? Da schlummert ja doch ein kleiner Romantiker in dir. Aber vielleicht zeigst du das lieber deiner Freundin statt uns. Nein, da. Kann ich Goal eins der Magazine andrehen? Nein, das soll Frau. Nein. Der Trend geht auf. Der Trend geht offenbar weg vom Trend. Damals waren offenbar Ex... Und das Wort hip war auch noch hip. Offenbar sind Fleischmützen... Was heißt denn gerade Fleischmützen? Oh, die Sicherung kann ich gar nicht mehr rausnehmen. Aber den Wurstbot kann ich noch... Mit dem kann ich vielleicht hier, noch irgendwas machen. Hier, guck. Dieser Lukas hat. Ich kann. Bei meinem Orientierung. Selbst. Ich würde ja gerne die Augen, aber dafür. Wo kriege ich denn jetzt Augen her? Kann ich hier vielleicht das was? Spielt man. Das spielt. Das spielt man mit. Ich bin gerade sehr überfragt. Die Hand und der Fotoapparat. Kann ich eigentlich auch nichts mitmachen. Okay, das Drosselglied kriege ich ja auch nicht mehr raus. Mach ich die Klappe mal zu. Ach, sei mal flexibel. Kannst du es nicht ausnahmsweise ohne Kugel probieren? Nein, ohne Kugel. Keine Vorhersage. Na, ohne Kugel. Ein merkwürdiger als... Kann ich dir vielleicht eins der Hefte andrehen? Oder, warte mal. Hier liegt Ruhe. Das schon. Ich habe doch etwas für dich.
zum Wegwerfen zu schade, als Grabbeigabe zu ordinär. Ha. Ich wollte. Oh. Was muss ich tun? Brauchst du für das letzte Gebot noch ein paar Vorschläge? Ich will die Gebote. Und als dein. Kannst du die kommenden Huttrends voraussagen? Ich bleibe lieber unkonkret. Nicht, dass am Ende noch Kriege wegen meiner Lehren geführt werden. Kannst du die. Nicht? Man muss kein Prophet sein, aber es hilft. Brauchst du. Erst. Man muss kein Prophet. Aber. Okay, mehr kann ich hier jetzt nicht tun. Ich nehme mal das hier nochmal mit. Kann ich irgendwas anderes an das Gelenk da packen? Dafür braucht und um das hier zu montieren bräuchte ich und vielleicht einen Trift um da und da und die Idee ist gut. Passt ein. Die liegt. Ich muss mir wohl eingestehen, dass meine Kenntnis. Ich würde ja aber dafür müsste. Damit wäre außer. Ja, ich kann die polieren. Sicherlich, wenn ich die bekritzelt habe, dass ich dann die Kritzeleien wieder runterbekomme. Okay, ich damit irgendwas machen? Hier, guck mal. Hm. Ist hier jemand? Hm. Kann ich hier vielleicht das Spiegellabyrinth fotografieren? Bei meinem Orientierung. Nee. Selbst wenn. Hilfe! Wir sind Kaugummi-Automat. Ich habe noch nicht alles darauf an. Aber die Kuppel hier sieht sehr wie eine Kristallkugel aus. Aber es bringt nichts. Ich glaube ihm. Hey, der Golds Laune. Wie geschickt du diesen dämlichen Liebestest ausgetrickst hast. Und dann Gullig haben wir eine Tür. Romantisches Mitbringsel? Oder reif für den Gulli? Wie so oft schwanke ich noch? Okay. Also der Schlüssel wird safe für die Tür hier sein. Das Problem ist nur, jetzt habe ich langsam alles mit allem ausprobiert. Ich weiß gerade echt nicht weiter. Es wird eine ganz, ganz dumme Lösung sein. Das könnte dies. Das könnte. Das könnte. Das könnte. Ich muss meine. So dreckig ist der Mann. Außerdem hatte ich dem Meerschweinchen geraten. Ich muss mir wohl. Leblos. Ich muss meine Sache. Der Trend geht. Irgendwer ist. Damit wäre. Mir fallen. Aber das hier. Sag. Leblo. Leblo. Es lohnt sich. Damit wäre. Mir fallen auf. Ich muss. Achso, ja, das heißt schon. Ich muss. Es lohnt. Damit wäre. Mir fallen.
kann ich noch ein Stück weiter nach links. Ah. Er sagt mir nicht, dass ich die Kacke jetzt timen muss. Okay. Sieg! Das heißt, Moment, das sind ja alles Nieten. Zersetzung, Hochverrat, Betrug, oh Gott. Feuerwehr! Ich habe 20 Minuten gebraucht, um das herauszufinden. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.